Hallo zusammen, ich habe so eine Puzzlebox, Geldbox bekommen von Crescom. Das ist an mich persönlich adressiert. Und hier hat es einen Geldschein drin. Das ist überhaupt kein Thema. Aber bevor wir über Geldscheine reden, schauen wir uns die Box an. Da gibt es einen Trick, die zu öffnen. Ich habe hier einen relativ starken Magneten. Wenn ich also das Magnet hier hinhalte, doch das war die falsche Seite, hier hinhalte, dann hält das Magnet. Also da muss irgendwas drin sein. Man hört es auch klicken, aber ihr kriegt das mit dem Magneten nicht auf. Und hier ist ein Dollarschein drin. Und das hier ist eine Banknote. Und da steht auch hier drauf, das ist eine Banknote. Das ist eine Notierung bei einer Bank. Und rausgegeben ist das von der Schweizer Nationalbank. Wie auch das hier, das ist eine Banknote. Das hier sind Geldscheine. So wie dieses Ding hier. Wie man es aufkriegt, das zeige ich euch noch. Eben, hier starker Magnet hält das. Aber das geht nicht auf. Aber wisst ihr, was ein Geldschein ist? Der scheint nach Geld. Nach dem Öffnen verlinke ich euch ein Video. In diesem Video geht es wirklich um Geld. Richtiges Geld. Ihr nehmt die Box nehmen und eine Tischplatte, sorry, habe ich hier. Und ihr müsst das Ding mit Gewalt so runterschlagen. Und dann könnt ihr den Bolzen aufschieben. Das Ding klemmt ein bisschen. Und hier drin ist solch ein Bolzen montiert. Der ist hier drin. Und hier auf der Seite ist ein Magnet. Und wenn ich den Bolzen hier wieder reinmache, fällt das runter, ich kann hier wieder zumachen, drehen, das Magnet hält den Bolzen, es geht nicht, und dann wieder mit sanfter Gewalt, Mitte, schön Mitte, geht auf die andere Seite, schön Mitte, und ihr könnt aufmachen und den hochwertigen Dollarschein rausnehmen, und der scheint wirklich ein Schein zu sein, also der scheint nach Geld, weil diesem Grund ist das ein Geldschein. Und eben hier verlinke ich euch ein Video, wo es wirklich über Geld geht, und ich wünsche euch einen schönen Tag.